So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir beginnen ja dieses Mal ab heute jede Woche Donnerstag um 8 Uhr statt 8.10 Uhr. Das hatte ich ja angekündigt, weil es doch einige von Ihnen anscheinend gibt, die dann sonst Probleme haben, hinterher den Saal zu wechseln. Das war etwas überraschend für mich, weil in den Jahren davor immer alle Leute unbedingt 8.10 Uhr erst anfangen wollten. Aber gut, wenn das diesmal anders ist, aus irgendwelchen curricularen Gründen, dann machen wir das halt so. Gut, ich darf jetzt um Ruhe bitten. Ich darf daran erinnern, dass es gemütlichere Plätze für Zwiegespräche gibt, außerhalb dieses Hörsaals. So, ist das groß genug oder soll man es noch ein bisschen vergrößern? Vielleicht noch ein kleines bisschen. So. Gut, diesen Fall hatten wir jetzt noch ausgelassen. Wir sind jetzt noch im letzten Beispiel vom Thema Live-Coding, Korrektheit, Rekursiv. Wir hatten uns intensiv befasst, zuerst in einer Datei mit Fallbeispielen, Korrektheit, Iterativ. Und jetzt haben wir beim letzten und vorletzten Mal ein paar Beispiele gesehen für Korrektheit, Rekursiv. Und wir sind jetzt beim letzten Fallbeispiel angelangt und werden dann, denke ich, heute zu einem neuen Thema kommen, nämlich Komplexität. Ich hatte Ihnen das ja schon zwei- oder dreimal versucht zu vermitteln. Es geht nicht in erster Linie in einer Veranstaltung wie der AOD darum, möglichst viele Algorithmen durchzuknüppeln, sondern es geht darum, grundlegende Dinge zu verstehen. Grundlegende Dinge zu verstehen, Korrektheit, das erste Beispiel, was wir jetzt eigentlich soweit durchgekriegt haben und was Ihnen dann auf der Übung 2a und Übung 2b, 2a für iterativ, 2b für rekursiv dann nochmal wieder begegnen wird, natürlich dann später auch wieder, spätestens in der Klausur nochmal. Und wenn es dann um Laufzeit von Algorithmen geht, um Antwortverhalten von Algorithmen, da ist das grundlegende Konzept dahinter etwas, was sich asymptotische Komplexität nennt, was wir dann jetzt so bald wie möglich angehen werden. So, dieses Beispiel hatten wir auch. Alle Beispiele im rekursiven Fall sind eins zu eins dieselben Beispiele wie im iterativen Fall hier beim Thema Korrektheit. Alle diese Beispiele hatten wir auch iterativ schon mal gelöst. Hier habe ich nochmal mit Copy-Paste die iterative Lösung reinkopiert, um von der aus zu starten, eine rekursive Implementation zu basteln. Das hatte ich beim letzten Beispiel auch schon so gemacht. Und dann gehen wir einfach mal zur Sache. Vielleicht noch ganz kurz nochmal, worum es geht bei dieser Aufgabe. Ich hatte Ihnen ja im Forum geschrieben, zur Vorbereitung bitte sich dieses Beispiel nochmal ansehen. Aber vielleicht nur mal ganz kurz. Wir haben einen Graphen gegeben mit Knoten, die Attribute haben können, zum Beispiel den Namen eines Knotens an einem Netzwerk oder den Typ. Oder es können auch beliebig viele Attribute sein, die hinter diesem generischen Klassentyp versteckt sind, die darin gesammelt sind. Genauso haben wir einen Kantentyp, also der eine gerichtete Verbindung von einem Knoten zu einem anderen Knoten modelliert. Auch der kann wieder Attribute haben. Sie erinnern sich an das Beispiel mit Navi. Die Distanz, die geografische Distanz von einer Kreuzung zur anderen, die Strecke, die man durchfahren muss, kann ein sinnvolles Attribut sein. Die geschätzte Fahrzeit, die man durch diese Strecke braucht, die durchschnittliche Fahrzeit oder höchste Fahrzeit oder geringste Fahrzeit, was auch immer, kann ein solches Attribut sein. Und es macht durchaus Sinn, auch hier wieder viele Attribute zuzulassen und das Ganze dann eben generisch hinter einem solchen generischen Datentyp wie etwa die Arc-Kantenattribute einfach zu verstecken. Wir haben das schon gesehen, dass es Sinn macht, das so handzuhaben, dass man die Struktur des Graphen trennt von der Semantik
der einzelnen Attribute und von den Anteilen des Algorithmus, der mit diesen Attributen herumhantiert. Zum Beispiel eben auch hier, wo wir auf die Attribute überhaupt nicht zugreifen, sondern nur auf die Struktur. So, wir haben noch eine Graphenklasse und die ganze Struktur kommt dadurch zustande, dass wir von einem Knoten eine Menge von rausgehenden Kanten haben, dass wir die speichern. Wenn wir auch mal irgendwo eine Anwendung haben, bei der wir eine Einbahnstraße in der falschen Richtung durchlaufen wollen, dann müssten wir natürlich auch die reingehenden Kanten noch mitspeichern bei jedem Knoten. Aber solange das nicht der Fall ist, solange wir jede Einbahnstraße nur in der richtigen Richtung durchlaufen wollen, solange reicht es, die ausgehenden Kanten zu speichern. Umgekehrt bei jeder Kante den Kopf dieser Kante, das heißt der Knoten, auf den diese Kante zeigt. Und diese Struktur reicht aus, um durch den Graphen zu navigieren, um von einem Knoten aus irgendwie über Kanten weiter zu wandern, von einem Startknoten bis zu einem Zielknoten oder wohin auch immer. Und das Ganze nochmal in Arrays hier alles gepackt, weil wir hier nur Anwendungen betrachten, bis auf Weiteres, in denen die Graphenstruktur sich nicht verändert. Wenn Sie Knoten oder Kanten einfügen oder löschen wollen in einer Anwendung, zum Beispiel wenn Sie ein dynamisch sich entwickelndes Netzwerk haben, beispielsweise Kommunikationsnetzwerk, Peer-to-Peer-Netzwerk, wo laufend Verbindungen aufgebaut und wieder abgebrochen werden, wo laufend neue Peers, neue Endgeräte ins Spiel kommen oder Endgeräte den Bereich verlassen, dann müsste man hier eine andere Struktur nehmen statt Arrays, Listen oder was wir noch kennenlernen werden, ansonsten an Datenstrukturen. Hier reichen Arrays, weil wir nicht einfügen und nicht löschen, keine Knotenkanten einfügen oder löschen. Und deshalb reicht es auch aus, oder ist es sinnvoll, nicht Objekte der oder Verweise auf Knoten oder auf Kanten als Variablen von diesem Klassentyp zu speichern, sondern die IDs, also die Indizes in den einzelnen Arrays. Hier, das sind die Indizes für die Kanten, die durchlaufen werden, und hier die Indizes sind die Knoten. So. Dann haben wir gesehen, was diese Methode machen soll. Graph verweist auf einen korrekt gebildeten Graphen. Was ist hier? Der Zeilenumbruch funktioniert wieder nicht ordentlich. So. Und die Start-ID, von der wir aus losstarten wollen, der Knoten ist ein realer Knoten des Graphens, also die ID dieses Knotens ist in den IDs dieses Knotens drin. The Nodes heißt das. So. Und hier müssen wir wieder gucken. Wir wollen jetzt einen rekursiven Algorithmus bauen. Da müssen wir immer schauen, dass die Rekursionstiefe hinkommt. Wir haben schon gesagt beim letzten Mal, die Rekursionstiefe, das kann der Implementierer dieser Methode nicht garantieren, dass die Rekursionstiefe eingehalten wird. Das muss der Nutzer dieser Methode garantieren. Deshalb die Vorbedingung. Sie haben noch eine Anmerkung oder Frage? Was ist der Unterschied? Sie fragen, ob es ein verlinkter Graph sein soll oder ein Graph mit IDs. Was ist der Unterschied? Wir haben jetzt hier auch Nodes und Arcs. Es ist genau dasselbe. Es ist genau dieselbe Datenstruktur wie im iterativen Fall. Wir hatten kein Array von Arcs, sondern wir hatten tatsächlich, also es ist 1:1 dieselbe Datenstruktur. Da muss ich dann Head-ID, ja, Sie haben recht, das ist nicht ganz korrekt an dieser Stelle. Zum Glück, ja, gut, okay.
Weitere Punkte an dieser Stelle? So, was wollen wir herausbekommen? Daran haben wir uns ja länger, damit waren wir länger dann bei der Korrektheit zugange. Wir wollen ein Array rauskriegen, ein booleanisches Array, was genauso lang ist wie die Knotenmenge. Das heißt also für jeden Knoten ein Index, eine Komponente, true oder false in diesem Array. Und die Semantik soll für jeden Knoten dann sein, also wir haben natürlich die 1:1 Entsprechung. Der Knoten mit Index 357, dazu soll im boolschen Array, was herauskommt, der Index 357 auch sagen, ob das für diesen Knoten true oder false ist. Was herauskommen soll, ist, genau dann soll true für einen Knoten sein, wenn es einen Pfad gibt vom Startknoten zu diesem Knoten, der, ja, nö, das war's schon, kein Relativsatz, wenn es einen Pfad gibt vom Startknoten zu diesem Knoten Ende. So, das war unsere iterative Implementation. Jetzt gucken wir mal. Wir sehen ein paar Dinge hier vorneweg, die nur einmal passieren sollen. Das da. Und dann sehen wir ein paar Dinge, die laufend passieren sollen, für jeden erreichten Knoten passieren sollen. Das heißt, wir haben wieder die Situation wie in mehreren der letzten Beispiele, nämlich die Sachen, die immer wieder passieren sollen, die sollten wir besser auslagern in eine eigene rekursive Methode und das, was nur einmal passieren soll am Anfang, das bleibt in dieser Methode drin. So, das heißt also, wir sollten uns jetzt hier, ich mache das mal ein bisschen enger, damit das alles hier reinpasst. Oder vielleicht mache ich es mal ganz klein wenig kurz. Hallo? Erstaunlich, ne? Ich habe eine ganz normale Operation durchgeführt und es scheint so, als ob daraus kausal dann ein Problem mit dem Beamer passiert ist. Oder war das nur eine zeitliche Koinzidenz, zufällig? Die andere Erklärung wäre, dass irgendjemand hier sich eingehackt hat und hier Verstecken spielt. Gut, wir haben jetzt also eine neue Methode, die nenne ich dann wieder nach demselben Standard wie bisher auch Reachable Rack. Die braucht sicherlich den Graphen. Achso, das Ding heißt Start-ID. Die braucht sicherlich den Graphen. Und was braucht die jetzt? Die braucht keine Start-ID mehr, denn wir sind ja mittendrin dann in der Suche, wenn wir diese rekursive Methode aufrufen. Das kann ja beliebig weit weg von dem Startknoten sein. Aber was wir hier an dieser Stelle sicherlich brauchen als weiteren Parameter, ist diese Queue, in der die aktuelle Wellenfront drin ist. So, jetzt soweit. Wir müssen uns noch Gedanken machen über, gut, die generischen Parameter sind dieselben. Natürlich nicht public, weil das ja nur eine Hilfsmethode ist für die eigentliche Public-Methode. Es gibt keinen Grund, diese Hilfsmethode public zu stellen. Jetzt müssen wir uns noch was überlegen, nämlich was ist mit dem Rückgabetyp? Und wir brauchen eigentlich den Rückgabe, achso, wir müssen ja sowieso das boolsche Array noch mit übergeben und dann brauchen wir auch keinen Rückgabetyp, denn das Ergebnis davon, von dem, was ein rekursiver Aufruf hier macht, soll ja in diesem Array, wie heißt der, reached, erreicht, stehen. Also brauchen wir gar keine weitere Rückgabe, sondern wir können hier einfach void hinschreiben. Nicht? Ich sehe da jetzt keinen Grund. Vielleicht ergibt sich noch ein Grund, aber ich denke mal nicht. So, jetzt fangen wir mal an, das auseinander zu fiddeln.
Die Weilschleife nehme ich erst einmal wörtlich hierher. Natürlich soll hier keine Weilschleife im rekursiven Aufruf, in der rekursiven Methode stehen. Hier müssten wir, bevor Return Reached passiert, müssten wir also Reachable rekursiv aufrufen mit dem Graphen, mit der Queue und mit Reached. Gehen davon aus, dass das alles richtig ist, was diese rekursive Methode macht, und dann können wir beruhigt Reached zurückliefern. So, müssen wir hier oben noch irgendwas anpassen? Wir müssen das Array einrichten. Reached, korrekt, bleibt so. Wir müssen die Queue einrichten. Korrekt, bleibt so. Wir beginnen mit einer nicht leeren Queue, sonst hat das Ganze ja keinen Wert, sondern packen den Startknoten rein. Das ist unsere aktuelle Wellenfront, unsere aktuelle Frontlinie, die sich dann durch den Graphen in alle Richtungen weiter durchfressen soll. Ich hatte ja versucht, Ihnen diese Intuition zu vermitteln, die ich damit verbinde. Das passt auch. Und das passt auch immer noch. Und sonst ist eigentlich nichts zu tun. Der Graph ist so, wie er reinkommt, so soll er hier weitergereicht werden. Die Queue ist korrekt initialisiert, Reach ist korrekt initialisiert. Das heißt, die eigentliche Methode ist, die Hauptmethode ist damit fertig. Da ist nichts, also sehen, da ist nicht viel dran zu ändern gegenüber der iterativen Implementation. Jetzt hier müssen wir natürlich die ganze Logik umdrehen. Wir haben das schon gesehen, wir haben bei while eine Fortsetzungsbedingung. Wenn wir als erstes den Rekursionsanker, den Rekursionsabbruch schreiben wollen, brauchen wir eine Abbruchbedingung. Das ist genau das logische Komplement von der Fortsetzungsbedingung. Das heißt also, hieraus müssen wir dann machen, if Q is empty, was soll dann passieren? Ja, genau, dann soll gar nichts mehr passieren. Und gar nichts mehr passieren bei einer Void-Methode heißt einfach ein Return ohne alles. Gut. Dann haben wir die While-Schleife, diesen äußeren Rahmen schon mal erledigt. Jetzt sind wir also in dem Fall, dass die Queue nicht leer ist. Wir wissen also, wir können gefahrlos, so wie das vorher durch die Fortsetzungsbedingung der Weilschleife garantiert war, so ist es jetzt durch die Abbruchbedingung garantiert. Wir können gefahrlos mit Remove auf ein Element der Queue zurückgreifen. So, ist jetzt irgendwas großartig dran zu tun noch? Soweit ich das jetzt mal überblicke, abgesehen davon, dass die Einrückung jetzt nicht mehr stimmt, denke ich, dass das jetzt eigentlich alles soweit richtig sein müsste. Gehen wir nochmal durch. Jetzt haben wir noch irgendwas mit den. So, und der noch. Was ist mit dem? Der muss so sein, nicht? So. Eigentlich müsste jetzt doch da alles schon stimmen. Wir holen aus der Queue ein Element heraus, machen genau wie im iterativen Fall dasselbe, gehen hier alle rausgehenden Kanten durch, gucken uns jeweils den Kopf der Kante an, und wenn dieser Kopf bisher noch nicht erreicht wurde, dann sagen wir jetzt, der ist jetzt erreicht, und wenn ein Knoten das erste Mal erreicht wurde, nur wenn er das erste Mal erreicht wurde, sonst nicht, dann packen wir ihn in die Queue hinein, dann kommt er in die Front hinein. Bitte? Bitte, was fehlt? Der Rekursionsaufruf fehlt, richtig, danke. Ja? Okay, ich gebe zu,
Ich bin noch am Schummeln, dass wir in einer rekursiven Methode eine Vorschleife benutzen. Wir werden auch gleich noch den nächsten Schritt machen, diese Vorschleife auch noch in eine Rekursion zu verwandeln. Sind Sie dann zufrieden? Okay. Aber Sie haben recht, den rekursiven Aufruf, das Wichtigste an der Sache, haben wir oder habe ich erst einmal vergessen. So, wo packe ich den rekursiven Aufruf hin? Ich denke, es müsste eigentlich egal sein, ob ich den an den Anfang oder ans Ende. Nee, es ist nicht egal, ob ich den an den Anfang oder ans Ende stelle. Es muss ans Ende kommen. Reachable Rec von Graph, Q und Reached. Ich hatte gerade einen Moment überlegt, ob ich das nicht hier hinschreiben soll. Und habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe zuerst gedacht, dass da könnte ich es genauso gut hinschreiben wie da unten hin. Ob der rekursive Aufruf vorher oder hinterher passiert, ist doch eigentlich egal. Aber dann habe ich mich dafür entschieden, dass es doch nicht egal ist. Haben Sie eine Idee, was mein Gedankengang dabei war? Bitte? Dann wäre die Q noch nicht weiter gefüllt. Macht doch, ist das ein Problem? Bitte? Okay, man hat eine Endlosrekursion. Genau. Und noch ein weiterer Punkt wäre, selbst wenn es keine Endlosrekursion wäre, wenn ich sie hier oben hinschreiben würde, könnte ich nicht mehr garantieren, dass hier tatsächlich die Queue nicht leer ist. Sondern im Gegenteil, sie wäre ja wahrscheinlich leer. Also es gibt mehr als genug gute Gründe, das noch da unten hinzuschreiben. So, sehen Sie dann noch irgendwelche Probleme mit dieser Implementation? Bitte? Hinter dem if fehlt noch die war mal da und dann war sie weg und jetzt ist sie wieder da. Vielen Dank. Da sehe ich noch eine Meldung. Durch die Rekursion wollen Sie das mit der Queue weglassen. Ich stimme Ihnen zu. Der Runtime-Stack könnte anstelle... ich glaube, ich darf nicht zu nahe zu Ihnen kommen. Das hat natürlich nichts mit Ihnen zu tun. Die Rekursion... Wir könnten den Runtime-Stack missbrauchen als Queue. Darauf würde das hinauslaufen. Sie haben voll und ganz recht. Man braucht an dieser Stelle keine Queue. Die Queue könnte ja auch ein Stack sein. Also das heißt, also das, was ich als letztes eingefügt habe, bekomme ich als erstes wieder zurück. Und das kann man auch mit dem Runtime-Stack nachbilden. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, sondern ich habe 1:1 die Implementation, die iterative Implementation umgewandelt in eine rekursive Implementation. Wen es interessiert, kann das gerne mal versuchen, als kleine Übung auszuprobieren, wie man hier im rekursiven Fall ganz ohne Queue auskommt. Also indirekt eine Queue hat, nämlich in Form vom Runtime-Stack. Noch weitere Punkte? Gut, dann muss ich, ich hatte eigentlich noch gedacht, naja, das gebe ich als kleine Fingerübung an Sie, das Ganze hier rekursiv umzuwandeln, aber wenn ich da schon beschuldigt werde, dass ich hier schummle, dann muss ich das wohl selber noch schnell hier versuchen, bevor wir dann weiterkommen. So, trennen wir das Ganze mal so ein bisschen. Um diese Vorschleife geht es. Um das hier, ne? Das ist unerwünscht, dass das als eine Schleife stattfindet, wenn die Aufgabe besteht, alles rekursiv zu machen. Also versuchen wir daraus eine weitere Rekursion zu machen. So, wir brauchen sicherlich, wenn Sie sich das mal angucken, wir brauchen Reached und wir brauchen die Queue, das heißt als Parameter und den Graphen natürlich auch. Das heißt, die rekursive Methode braucht den Graphen, die Queue und Reached
als Parameter. Aber das kann es noch nicht ganz sein, denn wir haben ja hier in der Schleife noch eine weitere Information, das i. Das muss dann irgendwie auch mit reinkommen. Wie machen wir das? Naja, in dem obersten Aufruf dieser rekursiven Methode nehme ich einfach den ersten Index, den das i durchlaufen wird, 0. Und dann muss in der Rekursion dieser Index eben immer um 1 erhöht werden. So, wie das müsste eigentlich so in erster Näherung die Parameterliste dieser neuen rekursiven Methode sein. Jetzt muss ich mir noch einen Namen dafür ausdenken. Go oder visit all. Ich nenne es mal, sehr häufig nennt man die, die man als in einem Schritt erreicht, mit einer Kante erreicht, die Nachbarn eines Knotens. Also nenne ich das jetzt auch mal einfach visit all neighbors, rekursiv. Und dann müssen wir nur noch diese Methode implementieren. Noch einen kleinen Moment. Gibt es einen Grund, dass da ein Rückgabewert zurückgeliefert wird von dieser neuen Methode? Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, soweit ich das sehe. Die darf auch gerne wieder void sein. So. Das heißt also, diese Methode hat diese Parameter und int index auf, so nenne ich das vielleicht, auf outgoing arg. So, also Sie sehen, ich bin wieder mal mit meinen entsprechenden Namen dabei. Also bei sowas wie i, so ein reiner Laufindex und ein reiner Zählindex, glaube ich, macht es keinen Sinn zu versuchen, da noch entsprechende Namen zu nehmen. Es ist klar, dass, also man hat es so oft gesehen, man ist damit vertraut, i, j, k, l, m, n sind natürliche Zahlen, i1, i2, i3 und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht notwendig an dieser Stelle, unbedingt mit aller Gewalt entsprechende Namen einzuführen. Aber hier vielleicht schon. So, wir haben wieder dieselben generischen Parameter und wir haben denselben Rückgabetyp, nämlich void. Und wir haben es genannt visit all neighbors reg. So. Vielleicht hier einen kleinen Umbruch, damit man das alles noch sehen kann. So. Was müssen wir jetzt tun? Nehmen wir wieder das, was wir da hineinbringen wollen an Funktionalität. Bringen wir einfach hier hin. Irgendwas stimmt da noch nicht. Na, ich muss hier noch die Node-ID einbringen. Denn die wird ja gebraucht. Die habe ich ja hier rausgeholt. Und die brauche ich natürlich genau an der Stelle, ich muss ja sagen, von welchem Knoten ich die Nachbarn alle durchlaufen will. Also int node id nehme ich einfach denselben Identifier, denselben Bezeichner auf. Und Sie sehen, zweimal int, da ist es schon sinnvoll, zweimal int hintereinander, da ist es schon sinnvoll, den Dingen entsprechenden Namen zu geben, nicht einfach nur mit ij und so weiter. So, diese Schleife will ich jetzt rekursiv umwandeln. Die Vorschleife, die brauchen wir in dem Sinne gar nicht mehr. Ich brauche jetzt, bevor ich das wieder am Ende vergesse, schreibe ich jetzt gleich mal den rekursiven Aufruf hin. All neighbors rec. Ich brauche da den Graphen, die Q reached.
Da muss ich noch gucken, was ich da hinsetze. Nee, es ist dieselbe. Es ist dieselbe Node-ID. Die Node-ID wird, ich gehe ja nur die rausgehenden Kanten eines einzelnen Knotens durch. Das heißt, die Node-ID bleibt dieselbe. Aber was sich ändert, ist jetzt diese Index of Outgoing Arc. Wir hatten vorher eine Vorschleife, die mit 0, wo der Index mit 0 beginnt, 1, 2, 3 und so weiter. Und das heißt also, das nächste, was jetzt durchlaufen werden soll, ist Index of Outgoing Arc plus 1. So, ich denke, dass damit die Methode soweit richtig ist. Die muss dann natürlich auch richtig aufgerufen werden. Hier an der Stelle Achso, habe ich schon richtig aufgerufen. Gut. So, was passiert jetzt hier mit dem Zeugs? Ich muss hier einfach nur das i, den Laufindex, ersetzen durch den entsprechenden Namen, den ich hier drin gewählt habe. Und wenn ich richtig sehe, war es das. Ansonsten muss ich nichts mehr anpassen. Ich muss nur noch jetzt den Rekursionsabbruch, den darf ich natürlich nicht vergessen. Der ist noch nicht da. Wie ist der Rekursionsabbruch? Naja, der Index, der rausgeht, steigt mit jedem Schritt runter in der Rekursion, steigt dieser Index. Wann soll nichts mehr passieren? Es soll nichts mehr passieren, wenn dieser Index gerade 1 zu weit gegangen ist, das heißt also gerade gleich der Länge des Arrays ist. If Index of Outgoing Arc gleich, wenn man defensiv programmiert, kann man hier auch ein größer gleich ansetzen, um sicherzugehen, dass in einer späteren Umwandlung dieser Methode nicht plötzlich es auch möglich ist, dass Indizes übersprungen werden und dann der Abbruchfall gar nicht getroffen wird, sondern übersprungen wird. Also seien wir hier defensiv und schreiben größer gleich statt gleich. Von diesem Array brauche ich die Länge, ne? So, ist das jetzt soweit richtig? Natürlich nicht an dieser Stelle. Wir machen einen Return. So, wenn der Index der aktuellen ausgehenden Kante, die wir jetzt betrachten wollen, wenn der nicht mehr im Indexbereich von den Outgoing Arcs ist, Moment, nee, das ist verkehrt, so. So ist es richtig. Wenn der nicht mehr im Indexbereich der rausgehenden Kanten dieses Knotens ist, was man ja einfach dadurch prüfen kann, dass er nicht kleiner der Länge ist, weil der Index ja immer nur aufsteigend ist, dann soll nichts mehr passieren. Das ist die Abbruchbedingung. Und ansonsten Head-ID dasselbe wie bisher auch. Hier sind wir uns sicher, dass der Index stimmt. Also können wir einfach auf den Kopf der Kante zugreifen und genau das machen, was wir vorher auch gemacht haben. Und ich glaube, das ist jetzt in diesem Fall richtig. Sehen Sie noch irgendwas? Geht es Ihnen auch so? Ich merke, dass wir langsam in die Jahreszeit kommen, wo schon morgens um 8 Uhr oder um 8.30 Uhr das Mikroklima im Audimax langsam nicht mehr durch nächtliche Abkühlung so ganz angenehm ist. Sie haben noch einen Punkt? Bitte, ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Zugriffsmodifier. Also Public, Private, meinen Sie das? Die Zugriffsrechte. Was ist mit denen? Die sind nicht da, nö. Es soll ja auch nicht außerhalb des Packages verwendet werden, die beiden Methoden. Moment. Gut, ich habe jetzt nichts dazu geschrieben, in welcher Klasse die jeweilige Methode ist. Es war jetzt so der Gedanke bei mir, dass alle diese drei Methoden in derselben Klasse drin sind. Und dann funktioniert es wieder, oder?
Man kann im selben Package aus einer anderen Klasse auf dieselben Methoden zugreifen. Das ist richtig. Ich meine, das ist dann eine Frage der Organisation im Package, ob sie das wollen oder nicht. Kann man einfach offen lassen, ob man das will oder ob man die Methoden dann private setzt. Also das ist eine Frage, die wir, glaube ich, hier im Rahmen der AOD nicht zu diskutieren haben. Aber es ist trotzdem gut, dass Sie es angesprochen haben, natürlich. Ob wir jetzt hier private dazu schreiben und dafür sorgen, dass nur diese Klasse diese Methoden verwenden kann, oder ob wir das offen lassen und damit akzeptieren, dass auch andere Klassen im selben Package das diese Methoden verwenden können. Lassen wir es einfach so, wie es ist, und halten fest, das ist nicht in Stein gemeißelt, wie ich es da habe. Ist das okay? Gut, weitere Punkte? Okay, so, Division durch Null haben wir schon geklärt bei der iterativen Variante. Wir teilen gar nicht. Wir haben auch keine ernsthaften arithmetischen Operationen. Dadurch, wir gehen ja nur durch die Indexbereiche von Arrays durch, und damit sind wir auf der sicheren Seite, solange wir da keinen Fehler implementieren. Lesender oder schreibender Zugriff auf Null haben wir an den verschiedenen Stellen geklärt. Hier können wir uns insbesondere hier, eigentlich ist das der Punkt. Warten Sie mal, wo ist der Punkt? In dem Moment, wenn wir hier eine falsche Node-ID rausbekämen, oder beziehungsweise wenn die Queue leer ist, dann kämen wir in Probleme rein, aber das haben wir ja hier gar nicht. So, lesen und schreiben Zugriff auf nicht existierende Array-Komponente, da haben wir uns doch ausreichend Mühe gegeben, dass das nicht der Fall ist. Hier vor allem durch die Ab, entscheidend ist dann hier die Abbruchbedingung, und dass wir in dem großen Array, wo die Knoten drin sind, nicht falsch zugreifen, das ist die Voraussetzung, dass erstens die Start-ID tatsächlich der Index eines existierenden Knoten ist und zweitens, dass der Graph wohl korrekt ist, das heißt also, die Head-IDs aller Kanten sind ebenfalls korrekte Indizes in diesem Graphen. Gut, also abgehakt. Lesen und Schreiben und Zugriff auf Null. Nicht existente Array-Komponente. Und was anderes kann hier eigentlich auch wieder kaum passieren. Termination und Stack Overflow Error, das haben wir uns jetzt noch nicht überlegt. Wie tief kann denn jetzt die Rekursionstiefe werden? Also, wir haben ja schon mal festgestellt, beim iterativen Fall, dass wir jeden Knoten höchstens einmal in die Queue reinpacken und dementsprechend jeden Knoten höchstens einmal aus der Queue rausholen können. Logisch, was nicht drin ist, kann auch nicht rausgeholt werden. Ich sage höchstens einmal, weil es ja auch Knoten gibt, die nicht erreichbar sind, und diese nicht erreichbaren Knoten, die werden natürlich nie in die Queue reingepackt und dementsprechend auch nie aus der Queue rausgeholt. Okay. So, wie geht's jetzt weiter? Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, in jeder Rekursionstiefe runter, in jedem rekursiven Aufruf hier, wird, wo sind wir hier, hier von Reachable Rekursiv, wird ein Knoten rausgeholt. Das heißt also, die Rekursionstiefe kann höchstens so groß werden, wie es Anzahl von Knoten in diesem Graphen gibt. So, soweit, so gut. Das ist die eine Rekursion. Insofern ist es ganz gut, dass ich dann dem gefolgt bin, dass ich das selber implementiert habe, die rekursive Umwandlung der Vorschleife, denn da gibt es ja auch wieder Belastungen für den Runtime-Stack. Hier die zweite rekursive Methode, die wir implementiert haben, die packt ja auch Daten auf den Runtime-Stack rauf. Das müssen wir auch berücksichtigen. Wie viel kann das höchstens sein, was da herauskommt, was da noch zusätzlich hinkommt, nämlich dass, wo sind wir jetzt hier, nämlich so oft, wie dieser Knoten herausgehende Kanten hat. Und
Naja, seien wir mal großzügig. Das kann höchstens so viel sein, wie der Knoten überhaupt Kanten hat. Und Rekursionstiefe, Anzahl Knoten und Kanten produziert keinen Stack Overflow Error. Ja, damit sollten wir auf der sicheren Seite sein. Das heißt also, wenn jemand die Größe so gesetzt hat, dass es nur 10.000 rekursive Aufrufe gibt, aber er packt einen Graphen rein mit 1 Million Knoten und mit 5 Millionen Kanten, dann kann er dort an dieser Stelle lesen, nachlesen, warum die Methode abgeschmiert ist mit dem Stack Overflow Error. Gut. So viel dazu. Also Termination und Stack Overflow Error ist Variante ist bei jedem rekursiven Aufruf erhöht sich die Zahl der Knoten, die schon aus der Queue oder aus dem Objekt hinter Queue entfernt wurden, sodass die Rekursionstiefe von Reachable Rec wo muss ich das jetzt wo kann ich da jetzt den Zeilenumbruch wieder einfangen? Sehen Sie, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in reinen Text umwandle. Ich würde das lieber jetzt erstmal nicht ausprobieren, mitten in der Operation. Gut, also mache ich das jetzt hier sicherheitshalber händisch. Sodass höchstens Anzahl Knoten ist. Wieder kein so besonders tolles Deutsch, aber wichtig ist nicht, dass damit ein Literaturpreis geworden ist. Wichtig ist, dass es unzweideutig ist. Das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, sollten Sie natürlich nicht im Exzess betreiben. Also ein gewisses Mindestmaß an Deutsch wäre zum Beispiel in der Klausur sicherlich hilfreich, damit wir das oder damit wir das verstehen, was Sie da schreiben. Beziehungsweise wenn Sie Ihre Antworten auf Englisch schreiben wollen, manche wollen das, dann eben ein entsprechendes Mindestmaß an Englisch. So, Invariante der Schleife, was haben wir nicht mehr? Wir haben jetzt eine Invariante nur noch mit ohne Schleife. Bei Rekursion wissen wir immer, das Ergebnis ist korrekt. Wir haben jetzt aber hier gar nicht spezifiziert, was das Ergebnis eigentlich sein soll von Reachable Rec. Na doch, es ist dasselbe Ergebnis, wie insgesamt rauskommen soll. Alle vom ersten Knoten in Q, also das, was wir hier als Node-ID rausholen, schreibe ich so in Klammern, Node-ID, aus erreichbaren Knoten haben Reachable gleich True. Alle nicht von Start-ID aus erreichbaren Knoten haben Reachable
gleich false. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig hier, dieser Punkt, warum ich das so nicht anders geschrieben habe. Es ist, denke ich, auch ziemlich eins zu eins das, was Sie im iterativen Fall finden. Da stand, es gibt einen Pfad wenn ein Knoten überhaupt erreichbar ist, dann vom Startknoten aus, dann ist er von einem Knoten in der Queue aus erreichbar. Und wenn er nicht erreichbar ist, dann hat er false. Wenn er nicht von der Start-ID aus erreichbar ist, dann hat er false. Also es ist gar nicht so weit weg. Also zunächst einmal müssen wir zwei Sachen hinschreiben. Einerseits, was ist mit den Knoten mit reachable true? Und zum anderen, was ist mit den Knoten mit reachable false? Und hier bei den Knoten mit reachable false können wir noch nicht viel sagen. Ja, es kann sein, dass ein Knoten, und müssen wir auch noch nicht viel sagen, es kann sein, dass ein Knoten reachable false hat, weil er bisher noch nicht erreicht worden ist. Oder es kann alternativ sein, dass reachable false ist, weil er nicht erreichbar ist und daher auch nie erreicht werden wird im weiteren Verlauf der Methode. Okay. Können wir noch nichts dazu sagen, warum ein Knoten reachable false hat in irgendeinem Zwischenmoment? Müssen wir auch nicht sagen. Alles, was wir garantieren müssen, ist, dass die Knoten, die nicht vom Startknoten aus erreichbar sind, tatsächlich reachable false haben. Und das am Ende heißt es natürlich dann dasselbe. Diese Knoten haben reachable false, ergibt sich sofort, dass am Ende dieser Teil der Korrektheit wirklich stimmt. Die, wo false drinstehen soll, da steht auch false drin. Was ist jetzt mit denen, wo reachable true ist oder true sein soll? Wir können jetzt nichts dazu sagen und brauchen auch an dem Moment noch nichts dazu sagen, was mit der was vom Startknoten aus erreichbar ist oder nicht, sondern wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, Sie haben jetzt eine, Sie sind mittendrin im Graphen, ja? Sie sind schon weit weg von der Start-ID. Sie haben einen so und so vielten 3.857.000 rekursiven Aufruf. Sie sind hier am Kannplatz gestartet und sind jetzt irgendwo mitten in Sibirien an einem Knoten. So. Von dem aus wird jetzt weiter rekursiv aufgerufen. Irgendwo weiter nach Sibirien rein, runter nach Südostasien, bis Singapur und so weiter und so fort. Und wenn diese rekursiven Aufrufe alle wieder zurückkommen, was muss dann der Fall sein? Was der Fall sein muss, ist, dass alles, was da hinten in dem Bereich erreichbar ist, auch erreicht worden ist, also reached true hat. Da können natürlich auch Knoten dabei sein, bei denen reached vorher schon true war. Ja, sie gehen hier irgendwo wieder zurück in Richtung Indien oder so, aber sie waren schon auf einem anderen Zweig bis dahin. Da erreichen sie dann Knoten, die sie schon erreicht haben, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Die hatten eben schon vorher reachable true und die sie jetzt mit diesen rekursiven Aufrufen von diesem Knoten aus erreichen, haben erst durch diese rekursiven Aufrufe reachable true. Beides ist dasselbe, kein Problem. So dass ich mir sicher bin, das ist die sinnvolle Invariante. Also ich betrachte jetzt nicht hier in der Vorlesung dann diese rekursive Methode, weil das ja eine relativ einfache Methode auch ist. Es ist einfach eine Zählschleife umgewandelt in eine Rekursion. Das können Sie, wenn Sie wollen, gerne auch selbst nochmal sich anschauen. So, was ist der Induktionsanfang? Der Induktionsanfang ist, so wie wir das hier angehen, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber so wie wir das hier angehen, ist der Rekursionsanfang immer der Rekursionsabbruch. Und da sehe ich auch schon, dass ich, glaube ich, die Invariante ändern muss.
alle von Knoten, von irgendwelchen Knoten in Q aus erreichbaren Knoten haben Reachable Direct True. Das war noch falsch von mir, dass ich das Ganze nur auf den ersten Knoten beziehe, den ich hier rausgeholt habe, sondern ich muss, damit das wirklich funktioniert, damit es alles wirklich richtig ist, muss ich das auf alle Knoten in der Queue beziehen. Und dann haben wir auch die exakte 1:1 Korrespondenz zur Invariante im iterativen Fall, denn im iterativen Fall war die Invariante von den Knoten in der Queue aus, alles was vom Startknoten aus erreichbar ist, ist auch von den Knoten in der Queue aus erreichbar. So, also bei Rekursionsabbruch gibt es keine Knoten in Q, also eine leere Bedingung. Ja, es gibt, wenn über eine leere Menge von Knoten eine Bedingung formuliert wird, alle Knoten müssen diese Bedingung erfüllen, dann ist das eine leere Bedingung, wenn diese Menge leer ist. Induktionsvoraussetzung. Das Ergebnis des rekursiven Aufrufs ist korrekt. Das können wir voraussetzen. Induktionsschritt. Ach so, ich kann das jetzt nicht sehen. Hat der Beamer noch mal geflackert eigentlich? Gar nicht mehr, weil ich hatte nämlich noch mal nach dem letzten Termin dann ein Ticket abgesetzt bei der Multimedia AG, habe aber keine Antwort darauf bekommen, sodass ich jetzt nicht wusste, was heute passieren wird. Also entweder haben sie da noch was gemacht, oder es funktioniert aus irgendwelchen anderen Gründen, Mondphase, Wetter oder warum immer, heute besser als am Dienstag. So, was ist der Induktionsschritt? Gucken wir uns nochmal an, was da in einem rekursiven Aufruf passiert. Ich schreibe das jetzt alle. Unter der Annahme, dass, wie heißt diese Methode, korrekt funktioniert, hier übungshalber ausgelassen, also keine offizielle Übung, sondern können Sie sich gerne, wenn Sie wollen, noch versuchen, also entweder überzeugen, dass das, was ich da geschrieben habe, richtig ist, oder feststellen, dass da doch noch was falsch ist. Was passiert da unter dieser Annahme? Werden alle noch nicht gesehenen Nachbarn des aktuellen Knotens in die Queue gepackt und als reached deklariert, mit true gesetzt. Ja, und damit ist natürlich die Damit ist der zweite Teil auf jeden Fall, wo sind wir hier? Daran ändert sich nichts. Alle nicht von Start-ID aus erreichbaren Knoten haben reachable false. Diese sind alle von Start-ID aus erreichbar, also kein Widerspruch. Kein Widerspruch, genau.
Zum zweiten Teil der Invariante. Wo war das? Alle nicht von Start-ID aus erreichbaren Knoten haben reachable faults. Wir können hier nichts falsch gemacht haben. Und hier, was ändert sich jetzt hier? Alle von Knoten in Q aus erreichbaren Knoten haben reachable true. Da muss ich mir mal überlegen, wie man das schreibt. Ja, genau. Jetzt muss das rein, was noch fehlt. Deshalb habe ich gerade überlegt, was ich eigentlich schreiben soll. Aber wenn ich das Wichtigste noch, oder eine wichtigste, immer vorkommende, essentielle Ingredienz noch nicht verwendet habe, dann wird es langsam Zeit, dass ich die verwendet habe. Nach Induktionsvoraussetzung, also wir haben alle noch nicht erreichten Nachfolger von diesem Nachbarn von diesem Knoten erreicht. Und nach Induktionsvoraussetzung gehen wir davon aus, dass dann alles, was von denen aus erreichbar ist, dann auch wirklich abgegrast wird. Also können wir da einfach lapidar schreiben, gilt auch der erste Teil. So, Korrektheit des Outputs. Nein, will ich ja gar nicht. Ich will das da. Korrektheit des Outputs, was gibt es dazu noch zu sagen? Hier haben wir wieder dasselbe, wie wir schon gesehen haben. Wir haben eine Invariante für die Rekursion. Die Rekursion ist aber ausgelagert in eine eigene rekursive Hilfsmethode. Aber wir wollen Korrektheit der Hauptmethode haben. Das heißt, einen kleinen Sprung müssen wir nochmal hier machen, um uns davon zu überzeugen, dass dann auch die Hauptmethode korrekt ist. Die Brücke, die zur Korrektheit der Hauptmethode führt, ist einfach, womit wir an der allerobersten Stufe Reachable Rec die rekursive Hilfsmethode eigentlich aufgerufen haben, nämlich mit einem einzigen Knoten in der Queue, mit einer Queue, in der nur ein einziger Knoten ist, nämlich der Startknoten. So, beim obersten Aufruf von Reachable Rec ist nur der Startknoten in der Queue, seine ID, um genau zu sein. Ich glaube, das darf ich jetzt hier mal verwechseln, ohne dass es unverständlich wird. So, das heißt, die Invariante sagt, nehmen wir das doch mal, kopieren wir das erst einmal, was da steht. Alle von Knoten in Q aus erreichbaren Knoten, sprich alle von Start-ID aus erreichbaren Knoten, haben Reachable gleich True, alle nicht von Start-ID aus erreichbaren Knoten haben Reachable gleich False. Haben Sie das gesehen? Sie können es natürlich dann in der Aufzeichnung nochmal sehen. Das ist mal vielleicht eine Stelle, wo es sinnvoll ist, dann wirklich nochmal, dass die Aufzeichnung von dem Live-Coding nicht nur dazu dient, die Dinge nochmal zu sehen, zu hören, die ich noch nebenbei sage, sondern auch den Ablauf nochmal sich zu vergegenwärtigen. Ich habe mit Copy-Paste die Invariante hergenommen, hierin kopiert. Dieser Teil, der erste Teil der Invariante, habe ich eingesetzt, das ist der Startknoten, und der zweite Teil brauche ich nichts zu tun. Und damit habe ich sofort die Korrektheit der Methode. Denn das, was jetzt dort steht, ist, die Invariante besagt damit, ist nichts anderes als die Invariante mit dem Startknoten als dem aktuellen Knoten. Bitte? Haben soll ersetzt werden, wodurch?
Ach so. Okay, haben ist missverständlich, das klingt nach Vergangenheitsform. Und wie soll jetzt Vergangenheitsform interpretiert werden an dieser Stelle? Das ist das, der Punkt, ne? Haben, dann würde ich vorschlagen, dass wir das einfach dadurch, diese mögliche Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit auflösen, indem ich es genau spezifiziere, am Ende des Aufrufs von Reachable. Bereck. So, damit habe ich es, glaube ich, diese Mehrdeutigkeit aufgelöst. Damit ist klar, zu welchem Zeitpunkt das passieren muss. Danke für den Hinweis. Sie sehen, solche Kleinigkeiten können sehr häufig das Verständnis, was eine Methode machen soll, also das Verständnis der Dokumentation von einem Stück Software, ziemlich schwer machen, wenn man nicht auf solche Kleinigkeiten achtet. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da an dieser Stelle mehr als ich darauf geachtet haben. So, damit sind wir von meiner Seite aus mit diesem Beispiel durch. Gibt es von Ihrer Seite aus hier noch mehr dazu zu sagen? Gut, dann fangen wir mit einem ganz neuen Thema an. Wir fangen an mit asymptotischer Komplexität. Wir werden aber zunächst einmal auf ein erstes Beispiel eingehen. So, das kennen Sie schon im Prinzip. Suche im sortierten Array, damit haben wir uns schon befasst. Es gibt zwei prinzipielle Möglichkeiten, wie man in einem Array ein Element sucht. Das heißt also, schauen, ob dieses eine Element momentan im sortierten Array drin ist oder ob es nicht da drin ist. Die eine Möglichkeit, die wir als erstes betrachten, ist linear, einfach von vorne nach hinten durchgehen. Wir suchen die 87, wir gucken uns das erste Element an, ist nicht die 87, das zweite Element ist nicht die 87 und Sie sehen schon das Ungeschickte daran, wenn dieses Array sehr, sehr groß ist, wenn es ein paar Milliarden Komponenten hat und wenn andauernd nicht die allerersten Elemente gesucht werden, sondern irgendwelche Elemente weiter hinten, dann sind die Antwortzeiten dieser Methode, die die lineare Suche implementiert, entsprechend schlecht. Schlechter, als sie sein müssten. Also wir gehen es nur kurz durch. Irgendwann, nach so und so vielen Schritten, kommen wir auf die 87 und stellen fest, ja, sie ist drin. Oder der zweite Fall, nehmen wir mal an, wir haben die 88 gesucht, dann erst dann, wenn wir entweder am Ende vom Array angekommen sind oder wie in diesem Fall an einem Element, das größer als die 88 ist, erst dann können wir sagen, dieses Element, was wir gesucht haben, die 88, ist nicht drin. Ja, also unnötig schlechte Antwortzeiten, denn wir haben ja schon was Besseres gesehen. Gut, hier ist nochmal die Implementation. Was wir schon gesehen haben, auch diesen Teil des Foliensatzes haben wir schon gesehen, ne? Was wir schon gesehen haben, ist binäre Suche. Dass wir schrittweise in jeder Iteration oder in jedem rekursiven Aufruf, wenn wir es rekursiv implementieren, gleich immer die Hälfte des ganzen Arrays abschneiden können. Wir wissen, in diesem Beispiel, nur in der rechten Hälfte des Arrays kann das gesuchte Element 67 überhaupt noch sein, weil es eben größer als das mittlere Element, größer als die 43 ist. Hier im nächsten Schritt wieder die Hälfte vom Rest abgeschnitten. Im nächsten Schritt wieder die Hälfte vom Rest abgeschnitten, so lange, bis wir die 67 endgültig eingegrenzt haben. Das ist noch ein unglückliches Beispiel, dass wir wirklich bis zum letzten bisschen die 67 eingrenzen mussten, bevor wir sie endlich gefunden haben. Aber es kann natürlich auch andere Beispiele geben. Denken Sie daran, nehmen wir mal an, wir hätten die 43 gesucht, so, dann hätten wir die 43 schon im ersten Schritt gefunden, weil wir immer uns das mittlere Element ansehen, testen, ob das Element ist, das wir suchen. Wenn ja, sind wir fertig. Wenn nein, gucken wir halt links oder rechts, je nachdem. Gut.
Gehen wir weiter durch. Binäre Suche haben wir uns auch angeguckt. So, und ich hatte es schon angedeutet, hier nochmal als Tafel. Die Größe des Arrays ist eine Zweierpotenz, vielleicht die 64, dann brauchen Sie in einem Schritt haben Sie es auf die Größe höchstens 32 runtergebracht, im nächsten Schritt höchstens auf die Grenze 16, höchstens dann auf 8, höchstens auf 4, höchstens auf 2, höchstens auf 1. Das heißt, mit jedem einzelnen Faktor 2 erhöhen Sie die Anzahl der Schritte um 1. Ja, eine multiplikative Vergrößerung des Arrays um den Faktor 2 erhöht die Anzahl der Schritte additiv um 1 und dann wissen Sie, sind wir beim Logarithmus, wie Sie jetzt an der Tafel nochmal sehen, plus minus 1, irgendwie sowas, also darauf soll es nicht ankommen, ob es Logarithmus plus 1 aufgerundet plus 1 ist oder Logarithmus abgerundet minus 1 oder irgend sowas ist, das ist nicht so wichtig, einfach das generelle Bild Logarithmus. Und was für einen dramatischen Vorteil die binäre Suche gegenüber der linearen Suche bringt, sehen Sie in der zweiten rechten Spalte dieser Tafel. Nämlich, wenn wir mal mit höheren Zweierpotenzen arbeiten, 1024 ist 2 hoch 10, also der Zweierlogarithmus ist 10. Hier sind wir schon bei über einer Million. Bei über einer Milliarde, über einer Billion, über einer Billiarde und über einer Trillion. Nicht? Das sind sie doch. Und Sie sehen, wie langsam dann der Logarithmus dazu wächst. Also Sie kennen ja die Kurve, wie der dann wächst, aber wenn Sie sich mal diese Zahlen ansehen, dann sehen Sie, wie langsam der Logarithmus eigentlich wirklich wächst. Wenn das Argument, wenn Sie weiter in der X-Achse vorangehen, nämlich, dass Sie selbst bei einer Milliarde Schritt, einem Array von einer Milliarde Größe insgesamt bei der binären Suche nur 30 Schritte brauchen und selbst bei einer Billion immer noch nur 40 Schritte brauchen und so weiter. Ja, also die lineare Suche würde potenziell die lineare Suche würde potenziell in dieser Größenordnung Schritte brauchen, so viele wie halt im Array drin sind. Die lineare Suche, ja, die binäre Suche würde nur 40 brauchen. Und machen Sie sich jetzt mal Folgendes klar. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig zum weiteren Verständnis. Darauf basiert das ganze Konzept der asymptotischen Komplexität in dieser Einsicht. Diese binäre Suche ist komplizierter als die lineare Suche. Da können Sie einfach an dem Bild sehen, da ist mehr zu tun. Und dauert auch längere Zeit, also ein Durchlauf, eine Iteration dauert auch längere Zeit. Ja? Sie müssen hier viel mehr machen, Sie müssen hier arithmetische Operationen machen, Sie müssen dividieren und so weiter und so fort. Kostet wesentlich mehr Zeit. Ein Durchlauf durch binäre Suche kostet wesentlich mehr Zeit als ein Durchlauf lineare Suche. Na und? Wenn Sie sich diese Zahlen ansehen, zumindest für Arrays, die nicht sehr, sehr klein sind, fällt das nicht weiter ins Gewicht, dass binäre Suche pro Durchlauf, pro Suchschritt wesentlich mehr machen muss als die lineare Suche. Ja, dieser Unterschied ist nichts im Vergleich dazu, dass die Anzahl der Schritte so dramatisch unterschiedlich sind. Deshalb beschäftigt man sich in der Informatik, wenn es darum geht, Antwortzeiten von Algorithmen, Laufzeiten von Algorithmen zu betrachten, beschäftigt man sich vor allem mit dem, was Sie hier auf dieser Tafel beispielhaft sehen für binäre Suche, mit der Asymptotik der Laufzeit. Ja, lineare Suche wächst, wenn es dumm läuft, im Worst Case, im schlimmsten Fall. Ja, was wir eben im Beispiel gesehen haben, wenn Sie fast alles durchsuchen müssen, fast den ganzen Array durchsuchen müssen, dann
ist er die Laufzeit von linearer Suche asymptotisch linear, asymptotisch in der Anzahl der Komponenten linear, wächst linear, das nur logarithmisch, die binäre Suche, und das ist der entscheidende Unterschied. Wenn Sie bei einem Array von im Tera-Bereich einmal binäre Suche anwenden und naja, vielleicht nicht sofort Echtzeit haben, aber sehr, sehr schnelle Antwortzeit. Und bei linearer Suche gehen Sie erstmal einen Kaffee holen, kommen zurück, ist immer noch nichts, trinken den Kaffee aus, kommen zurück, ist immer noch nichts, gehen nochmal essen, kommen zurück, ist vielleicht immer noch nichts, dann wissen Sie, woran das liegt. Es liegt an dieser Tafel hier, an dem, was hier drauf dargestellt ist. Und darum wird es gehen. Das ist jetzt ein erstes einführendes und hoffentlich auch motivierendes Beispiel. Bevor wir uns den Formalismen nähern, werden wir auch noch ein paar Beispiele betrachten. Einen Algorithmus, den wir noch nicht in der Vorlesung betrachtet haben, der Ihnen aber vielleicht trotzdem bekannt vorkommen könnte, der auch nicht problematisch ist zu verstehen. Ein Sortieralgorithmus, Selection Sort, sortieren durch Auswahl, meistens im Deutschen übersetzt. Wie geht der vor? Also der lässt sich am besten nicht rekursiv, sondern iterativ beschreiben. Dann kann man einfach sagen, das sind zwei ineinander geschachtelte Schleifen. In der äußeren Schleife packen wir immer das größte Element, was noch nicht verschoben worden ist, an die nächste Position hier. In der inneren Schleife suchen wir das jeweils größte Element. Also, wir fangen an. Erstes Element ist das maximale Element, was wir gesehen haben, wenn wir erst nur das erste Element gesehen haben. Und dann fangen wir an, mit unserem Laufindex J alle weiteren Elemente durchzugehen. 2 ist nicht größer, also bleibt das maximal bisher gesehene Element 4. 1 ist nicht größer, also bleibt hier das maximal bisher gesehene Element. 3 ist nicht größer, 3 ist nicht größer. 7 ist größer, also wird das nicht mehr hier das erste Element, das maximale bisher gesehene Element sein, sondern dieses hier. Der Zählindex geht weiter. J, 4 ist nicht größer, 2 ist nicht größer. So, wir sind einmal durchgegangen und haben uns gemerkt, wo ist das größte Element, was wir bisher gesehen haben, genau mit der Maximumsberechnung, mit der Standardmaximumsberechnung, die wir, glaube ich, hier auch schon mal ganz zu Anfang betrachtet hatten. Und was jetzt passiert ist, wir wissen, dass das das größte Element im ganzen Array ist, also können wir das nach hinten tauschen. So, wir haben das vertauscht mit der 2, die da drin steht. Haben jetzt dieses Element erledigt. Das größte Element steht an der letzten Position fertig. Brauchen wir nicht mehr zu betrachten. Wir müssen uns nur in Anführungszeichen noch den Rest betrachten. Machen dasselbe nochmal. Das erste gesehene Element, das größte bisher gesehene Element ist die 4, wenn wir kein anderes bis dahin gesehen haben, wenn wir uns nur das erste Element angeschaut haben. Die 2 ist nicht größer, die 1 ist nicht größer, die 3 ist nicht größer und so weiter. 4 ist auch nicht größer, nichts zu tun. So, wieder das größte Element hier. Die 2 ist kleiner, alles kleiner. Die 4 bleibt das größte Element. Wir haben kein anderes größeres gefunden, also vertauschen wir die 4 mit dem Element, mit dem Element an der Position, wo das größte jetzt hin soll. Haben wieder ein Element nach Hause gebracht. Und so geht das weiter. Die 2, jetzt die 2 ist kleiner als die 3. Das heißt, M ist hier. Die 3 ist nicht kleiner als die 3, nichts zu tun, wieder ein Element nach Hause gebracht und so fort. Die 3 bleibt, die 2 muss nochmal vertauscht werden und dann sind wir am Ende. Haben wir es korrekt sortiert, schrittweise sortiert. Zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Einfacher Algorithmus, nicht? Übrigens, vielleicht Folgendes noch. Darauf werden wir sicherlich das öfter noch zu sprechen kommen. Wir werden bessere Algorithmen kennenlernen fürs Sortieren. Oder Sie kennen die auch, vielleicht auch schon aus der Schule. Stichwort Merge Sort und Quick Sort.
Aber dieser asymptotische Unterschied, den wir eben bei binärer und linearer Suche gesehen haben, der wirkt sich natürlich erst bei großen Größen aus. Es kann durchaus sinnvoll sein, bei kleinen Größen so einen primitiven Algorithmus zu nehmen. Das kann durchaus sein und ist auch tatsächlich aller Erfahrung nach so, dass bei sehr kleinen Arraygrößen so ein Algorithmus schneller ist. Also man sollte nicht die einfachen Möglichkeiten gering schätzen. So, was haben wir jetzt mit dem Selection Sort? Gucken wir uns jetzt hier das Thema asymptotische Komplexität nochmal ein. Wir haben bis jetzt den Apparat dafür noch nicht eingeführt. Das kommt erst, nachdem wir noch ein paar wenige Beispiele jetzt sehen werden. Unter anderem sortieren durch gezieltes Auswählen. Aber auch ohne den formalen Apparat können wir schon ganz gut damit umgehen. So, wir haben zwei Schleifen ineinander geschachtelt. In der äußeren Schleife gehen wir jeweils durch In der inneren Schleife suchen wir immer das größte Element in dem noch verbliebenen Rest, den wir noch zu durchsuchen haben. Und in der äußeren Schleife nehmen wir dieses größte Element und vertauschen es mit dem Element an der Position ganz hinten, wo es hingehört. So, wenn wir alle inneren Schleifen zusammennehmen, wie oft wird die äußere Schleife durchlaufen? Im Prinzip plus minus so oft, wie das Array lang ist. Also ganz zum Schluss können wir uns einen Durchlauf sparen, denn wenn alle Elemente bis auf das erste richtig einsortiert sind, ist auch das erste richtig einsortiert. Wir brauchen einmal, wenn wir n Elemente haben im Array, brauchen wir nur n-1 Durchläufe. Aber für die Asymptotik macht das keinen Unterschied. Wir haben ungefähr n Durchläufe durch die äußere Schleife, wo wir jedes Mal ein Element nach Hause bringen. Und wie viele Durchläufe brauchen wir da jeweils durch die innere Schleife in jedem einzelnen Durchlauf dieser äußeren Schleife? Naja, am Anfang unheimlich viel, nämlich weil ja noch fast das ganze Array zu durchsuchen ist und von Mal zu Mal wird es immer kleiner. Aber wenn Sie sich das überlegen, beim ersten Mal müssen wir n Elemente durchlaufen in der inneren Schleife, beim zweiten Mal n-1, beim dritten Mal n-2 und so weiter und so fort bis 5, 4, 3, 2. Im Durchschnitt also n halbe viele. Ein durchschnittlicher Schleifendurchlauf kostet n halbe Operationen. Die erste Hälfte mehr, die zweite Hälfte der Durchläufe weniger. N halbe Durchläufe durch die innere Schleife im Durchschnitt. Sodass wir also zu sowas wie n Quadrat halbe Durchläufe durch alle Schleifen kommen, durch alle inneren Schleifen kommen, was proportional zu n Quadrat ist. Ja, also das ist etwas unscharf formuliert, einfach proportional zu n Quadrat, weil die Anzahl der Durchläufe durch alle inneren Schleifen zusammen, durch alle Aufrufe der inneren Schleife zusammen, ist n Quadrat halbe. Und dann muss man noch gucken, da passiert ja eine ganze Menge in so einem Durchlauf, wie man das eigentlich zählt. Aber wie immer man das zählt, insgesamt ergibt sich zumindest dieses unscharfe Ergebnis proportional zu n Quadrat. So, äußere Schleife hat einen gewissen Organisationsaufwand, dass sie da den Schleifenindex hochzählen und so weiter. Die Anzahl der Durchläufe ist ungefähr n und in jedem Durchlauf ist der Organisationsaufwand ja, ein paar Instruktionen, ein paar Maschineninstruktionen, eine beschränkte, nicht allzu große Anzahl von Maschineninstruktionen. Das heißt, wir können wieder unscharf schreiben, ungefähr proportional zu n. Alles außerhalb der äußeren Schleife, naja, was passiert da?
Das ist der Methodenaufruf selber, dass die Parameter auf den Runtime-Stack geladen werden, dass der Sprung zur Methodenimplementation passiert, dass die Rücksprungadresse auf den Runtime-Stack geschrieben wird und so weiter. Und am Ende das Return. Diese ganzen Sachen außerhalb der äußeren Schleife haben konstanten Aufwand. Ja, die müssen einmal gemacht werden und hängen nicht ab. Dieser ganze Aufwand, der noch drumherum getrieben werden muss, hängt nicht davon ab, wie groß das Array ist. So. Auch hier wieder, was passiert, wenn n groß ist? Wenn n 1000 ist, 1 Million, 1 Milliarde, 1 Billion und so weiter und so fort. Naja, je größer das n wird, umso weniger fällt dieser Anteil und dieser Anteil gegenüber diesem Anteil ins Gewicht. Ja, wenn Sie sich vorstellen, n Quadrat wächst natürlich gigantisch schneller als n und erst recht als konstant. Das heißt also, wenn wir mal einfach ungeschützt behaupten, der Aufwand ist proportional zu n Quadrat, dann machen wir natürlich einen kleinen Fehler, weil wir da noch Anteile haben von n und von konstant. Aber je größer das n wird, umso genauer stimmt diese Aussage proportional zu n Quadrat. Sodass man sagen kann, der Aufwand von Selection Sort ist irgendwie proportional zu n Quadrat. Der Fehler, den wir da machen, ist vernachlässigbar. So, jetzt haben wir Selection Sort als Beispiel gesehen. Wir kennen Simple String Matching. Nehmen wir das noch als letztes Beispiel. Die zu durchsuchende Sequenz, Sie kennen das, wir sind da schon durchgegangen. Wir können gleich zur Anwendung gehen. Wir gehen hier in einer großen Schleife alle Elemente des Strings durch und gucken alle Vorkommen dieses kleinen Strings, sammeln die auf, gehen durch. Diesen Foliensatz haben Sie schon gesehen, brauche ich Ihnen, denke ich, nicht weiter zu erklären, gehen einmal durch. Was müssen wir da jeweils machen? Wir müssen in jedem Durchlauf doch einiges tun. Wir müssen hier diese zwei Mengen verwalten, diese zwei Listen verwalten, nämlich hier mit den Kandidaten, die potenziell noch fortgeführt werden können zu Vorkommen von T in S, und hier unten mit die Resultate. Und hier haben wir jetzt immer nur einen Kandidaten, es können aber natürlich auch mehrere Kandidaten sein. Als wir das besprochen hatten, hier hatten wir das Beispiel, nehmen wir mal an, S besteht nur aus dem Buchstaben G und auch T besteht nur aus dem Buchstaben G, dann ist jeder Vorkommen, jeder einzelne Position hat dann mehrere Kandidaten. So, das ist der Algorithmus nochmal zur Erinnerung. Was können wir da jetzt zur Komplexität sagen? So, die Hauptschleife, die geht einmal durch den ganzen großen String durch, indem wir Vorkommen des kleinen Strings durchsuchen. Ja, wieder so was Lineares in der Größe des großen Strings. Ja, das würde bedeuten, wenn Sie beispielsweise in einer Datei Vorkommen eines Wortes suchen, dann wäre das die Größe der Datei in Zeichen, in einzelnen Zeichen. Was passiert in jeder Iteration? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir so viele Kandidaten haben, gleichzeitig zu verwalten haben, wie der kleine String groß ist. Und mit jedem müssen wir etwas machen, was aber konstanten Aufwand hat. Das heißt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist,
dass wir S-Betrag viele Iterationen der Hauptschleife haben und in jeder Hauptschleife, in jeder Iteration der Hauptschleife uns mit T-Betrag vielen Kandidaten rumschlagen müssen. Jeder einzelne Kandidat, den zu behandeln, hat einen Aufwand, der nicht von der Größe von S und von T abhängt, weil da immer nur einzelne Zeichen miteinander betrachtet werden müssen, ob der Kandidat noch ein Kandidat ist oder nicht, beziehungsweise weil die Länge betrachtet werden muss, ob dieser Kandidat jetzt ein Resultat geworden ist oder nicht. Also was in einer Iteration mit den einzelnen Kandidaten passiert, ist unabhängig von Größen S und T, ist in dem Sinne konstant. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, proportional zu S und T. Es gibt natürlich auch neben einem schlimmsten Fall einen besten Fall, wenn beispielsweise T überhaupt keine Buchstaben gemeinsam hat mit S. Ja, dann geht es ganz schnell. Sie haben nie einen Kandidaten, brauchen auch keine Kandidaten zu verwalten. So, aber der schlimmste Fall ist natürlich der, der besonders wichtig ist, um abzuschätzen, ja, um sicher zu gehen, schlimmer als so und so kann es nicht kommen. Das ist sicherlich typischerweise die richtige Denkweise, dass man konservativ ist. Nicht konservativ im politischen Sinne, sondern konservativ im Sinne, wir gucken uns an, was im schlimmsten Fall passiert. Das wollen wir im Griff haben, das wollen wir abschätzen. So, beim nächsten Mal werden wir uns noch ein Beispiel ansehen. Und dann werden wir dahin kommen, die formale Methodik, um asymptotische Komplexität mathematisch zu fassen, dann tatsächlich betrachten. Für heute, da wir 10 Minuten früher begonnen haben, werden wir natürlich auch 10 Minuten früher enden ungefähr. Für heute soll es damit gut sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehmen Tag und ich hoffe, dass Sie etwas Gelegenheit haben, trotz AOD und anderer Sachen, doch etwas Gelegenheit haben, dann noch die Sonne zu genießen.